Oh, du meine Poa, oh, du meine Poa, oh, du meine Poa Nua. Oh, du meine Poa, oh, du meine Poa, oh, du meine Poa Nua. Oh, du meine Poa, oh, du meine Poa, oh, du meine Poa Nua, ja, die Poa Nua. So, heute wird gemäht. Das erste Mal der neu gesäte Rasen im Durchbruch. Ich habe mir überlegt, Spindelmäher ist nicht so gut, das Gras ist sehr hoch. Ich nehme einen Mulchmäher und ziehe jetzt einmal drüber. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich würde nicht so gerne meinen John Deere Mäher nehmen, der so stark saugt. Deswegen denke ich, der Mulchmäher, der Stieger, ist genau der richtige Mäher hier. Mal schauen. Oh, du meine Poa, oh, du meine Poa, oh, du meine Poa, Nua. Oh, du meine Poa, oh, du meine Poa, Nua. Ja, Freaks, da ist die Rasenfläche. Ich hole mal schnell einen Zollstock und schauen wir uns mal die Höhe an. Ja, es ist 8. Oh, hier sind Steine drin. Ah, das ist gut. Das ist gut hier. Also so 6 bis 10 cm hat er jetzt so. Der Grashalm kippt ja schon wieder um. Scharfes Messer. Scharfes Messer. Und dann rüber. Ach, oh, Höhe. Höhe. Der steht ganz tief. Ich muss ihn hochstellen. Eieieiei, das war knapp. Hochstellen. So, das ist gut. Ja, was passiert jetzt? Das Gras ist oben abgeschnitten und jetzt kommt es unten wieder neu raus. Jetzt geht es in die Breite. Das ist das Faszinierende an Rasen, an Gras. Man schneidet es oben ab, es fängt unten neu rauszukommen an. Es bildet unten neue Hälmchen und trotzdem wächst oben der Halm weiter. Ganz vorsichtig angefangen und mal schauen, wie sich der Rasen jetzt entwickelt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Durchbruch zum Nachbarn. Da habe ich jetzt auch schon gesät und dieser Rasen kommt richtig gut. Das zeige ich euch jetzt mal. Da kommen die kleinen Gräserchen jetzt so richtig gut raus. Und da gucken wir jetzt mal hin. Ja, da. Ha! Hammer. Freaks, guckt euch das an. Ich hoffe, das sieht man. Ah! So. Sieht man das? Ja. Krass. Ja, das ist cool, hier die Einstellung. Die ist jetzt cool.
Ja. Wie funktioniert das Rasen nachsehen? Schauen, dass man einen guten Boden hat. Also entweder Sand oder Mutterboden oder Humus untermischen. Je nachdem, wie eure Bodenverhältnisse sind, dann schön dafür sorgen, dass der Boden sich gesetzt hat, walzen, liegen lassen, die unerwünschten Gräser und Pflanzen entfernen, dann die Oberfläche richtig schön glatt machen, walzen, die Oberfläche walzen mit einer nicht zu schweren Walze, dann fein aufhaken, den Rasensamen gleichmäßig nach der Vorschrift ausstreuen, anschließend schön rüberwalzen, nochmal schön festwalzen, die Grassamen und dann wässern. Kontinuierlich wässern, kalt, schön feucht halten den Boden. Und die Temperaturen sollten eben um die 10 Grad auch nachts sein, wäre optimal. Deswegen Mai eigentlich überhaupt erst sinnvoll. Bei uns ist es immer noch sehr, sehr kühl. Wir hatten leider Fröste noch gehabt in den letzten Wochen. Wir haben jetzt den 10., glaube ich, oder 11., den 11. Wir haben jetzt den 11. April. Und wir haben jetzt den 11. Mai, es ist noch nicht so richtig warm. Jetzt kann man so langsam loslegen mit Rasen nachsehen. Ich habe es wieder zu früh gemacht, ne? Lernen von dem schlechten Beispiel des Rasenfreaks. Also es war schon wieder zu früh, also Bodenfröste sind nicht so gut, sollte man möglichst vermeiden. Und dann 2 Wochen hoffentlich warten, das ging jetzt hier richtig schnell mit der Fläche, kommen die Gräser raus, 6 bis 10 cm rauswachsen lassen, vorsichtig mähen und ruckzuck ist der Rasen dicht. Yes. Ach ja, und das Düngen natürlich. Ich bin der Überzeugung, man sollte vorher den Dünger in den Boden reinbringen. Und dann ist der Dünger ja nach 2 Wochen im Boden richtig drin. Die Grassamen sind nach 2 Wochen aufgelaufen und dann, boom, explodiert es. Okay. Ja, Freaks. Ihr habt im letzten Video gesehen, dass ich meine Wellen für den Bürstenantrieb neu kaufen wollte. Da habe ich euch meine völlig verschlissene Welle gezeigt zum Bürstenantrieb. Und ich hatte gesagt, die kaufe ich neu. Die kosten tatsächlich 90 Euro das Stück, 180 Euro. Also jetzt habe ich nochmal Folgendes überlegt. Jetzt habe ich mir von Patex ein Metall Repair Kit gekauft. So eine Powerknete von Patex Powerknete. Und damit habe ich jetzt gestern meine Welle eingeäumelt. Jetzt versuche ich die mal überzudrehen, in der Hoffnung, dass das Zeug drauf bleibt und ich dann keine neue Welle kaufen kann und die Lager wieder spielfrei auf der Welle liegen. Die Ersatzteilpreise für solche Profimäher sind wirklich gigantisch. Also ich, sag mal ehrlich, so eine Welle hier, wo ist sie? Diese Welle für 90 Euro. Ich meine, da wundert es mich gar nicht, dass die Vorbesitzer dieser Maschine sich da irgendwie selbst geholfen haben. Aber ich frage mich, warum das Ding überhaupt gebrochen ist. Die dagegen gefahren sind, keine Ahnung. Gut, wir versuchen das Teil jetzt überzudrehen. In der Hoffnung, eiert. Das ist die Lagerschale, die muss da drauf. Und nee, das muss noch mehr. Jetzt gehen wir erstmal rüber und machen auch mal einen anderen weg hier. Thank you.
Ja, wichtig ist natürlich nur, dass das Lager spielfrei ist. So, noch ein ganz bisschen Öl schon mal drauf. Und jetzt gucken wir mal. Boom. Okay. Na? Nee. Immer noch nicht. Boah. Nichts zu machen. Tja. Na komm. Ja. Yeah. So, jetzt ist es wahrscheinlich zu viel. Ich dreh durch. So. Ah. Das fühlt sich doch gut an. Ja. Oh, schmatzig. Sehr gut. Sehr gut. Gegenlager. Gegenlager. Und spielfrei. Sehr schön. Sehr schön. Krass. Krass. Ja. Mal schauen hier. So sieht das aus. Ja, das hat mich 180 Euro gespart. Cool. Sehr cool. Das Hauptproblem dieser Spindeln war unter anderem auch, dass dieser Antrieb immer so unheimlich gejault hat. Er hat ein paar Geräusche gemacht und da war halt eine richtige tiefe Nut drin. Ihr habt das gesehen in dem letzten Video. Und die habe ich jetzt wunderbar mit dieser Paste, mit dieser Powerknete ausgefüllt. Diese Knete hat so Metallpartikel, damit sie besser mit Metall sich verbindet. Man muss diese Teile natürlich ganz trocken, ölfrei, fettfrei und staubfrei machen. Dann diese Knete eine Minute kneten und dann habt ihr 5 Minuten Zeit, diese Knete zu verarbeiten. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das ist wirklich super geworden. Also ich bin beeindruckt. Das ist super. Also das, boah ey. Ja Freaks, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, beim nächsten Mal gibt es dann den Mähtest vom John Deere. Ha! Und ihr seid natürlich dabei. Gut, tschüss.